Hallo liebe Freunde, willkommen zu Gott auf einer Seite. Heute mit Seite 227. Lasst uns gemeinsam beten. Lieber Vater im Himmel, es ist so wunderbar zu wissen, dass du uns von Herzen lieb hast und dass du dir wünschst, dass es uns gut geht. Dass du jeden Tag uns zeigen möchtest, wie gern uns hast und was du für uns tun möchtest. Herr, danke, dass wir uns auch heute Zeit nehmen dürfen, über dein Wort nachzudenken. Und wir bitten dich, dass du auch auf dieser Seite der Bibel zu unserem Herzen sprichst. Das bitten wir im Namen Jesu. Amen. Wir sind gerade in 5. Mose 23. Es gibt eine ganze Reihe von verschiedenen Anweisungen, die Mose dem Volk Israel für den Alltag gibt. Vers 22. Wenn du dem Herrn, deinem Gott, ein Gelübde ablegst, so sollst du nicht säumen, es zu erfüllen. Denn der Herr, dein Gott, wird es gewiss von dir fordern. Und es würde eine Sünde für dich sein. Wenn du es aber unterlässt zu geloben, so ist es keine Sünde für dich. Was aber über deine Lippen gegangen ist, das sollst du halten und tun, so wie du es dem Herrn, deinem Gott freiwillig gelobt hast, was du mit deinem Mund versprochen hast. Wir sollten uns sehr genau überlegen, was wir Gott versprechen, denn Gott ist eine reale Person, er nimmt das für für wahr, was wir ihm sagen. Er, er wünscht sich, dass wir auch zu unserem Wort stehen und dass wir nicht ihm Dinge versprechen, die wir dann nie einhalten wollen. Wenn du in den Weinberg deines Nächsten gehst, so darfst du Trauben essen, so viel du willst, bis du satt bist, aber du sollst nichts in dein Gefäß tun. Wenn du durch das Getreidefeld deines Nächsten gehst, so darfst du mit der Hand Ehren abstreifen, aber die Sichel sollst du nicht über das Getreidefeld deines Nächsten schwingen. Auch das ist ein sehr interessantes Prinzip das eine sehr weise Ausgewogenheit hier beschreibt. <laughs> Wenn jemand eine Frau nimmt und sie heiratet und sie findet nicht Gnade vor seinen Augen, weil er etwas Schändliches an ihr gefunden hat und er ihr einen Scheidebrief schreibt und ihn ihr in die Hand gibt und sie aus seinem Haus entlässt und sie verlässt dann sein Haus und geht hin und wird die Ehefrau eines anderen Mannes, aber der andere Mann verschmäht sie und schreibt ihr auch einen Scheidebrief und gibt ihn ihr in die Hand. Und entlässt sie aus seinem Haus, oder wenn der andere Mann stirbt, der sie sich zur, der sie sich zur Frau genommen hatte, so kann ihr erster Mann, der sie entlassen hat, sie nicht nochmals zur Frau nehmen, nachdem sie verunreinigt worden ist. Denn das wäre ein Groll vor dem Herrn. Und du sollst das Land nicht mit Sünde beflecken, dass dir der Herr, dein Gott, zum Erbe gibt. Gott hasst die Ehescheidung. Und ihr könnt in Matthäus 19 einen Vers finden, der deutlich macht, dass das hier eigentlich auch nur Plan B ist, wegen der Herzens Härtigkeit der Menschen, dass Gott einen, einen ganz anderen Plan hatte, auch in Bezug auf Ehescheidung. Aber hier sehen wir wieder das Prinzip, dass Gott auch in bestimmten Situationen dann noch Vorschriften gibt, um das Leid zu vermindern und um auch Gottlosigkeit einzudämmen. Und Gott gebietet hier nicht, sich scheiden zu lassen. Er sagt nur, wenn es sowieso geschieht, dass Scheidung geschieht, dann sollen diese und diese und diese Prinzipien beibehalten werden, aufrechterhalten werden, um noch größeres Übel zu verhindern. <laughs> Wenn jemand kürzlich eine Frau zur Ehe genommen hat, so soll er nicht in den Krieg ziehen und man soll ihm nichts auferlegen. Er soll ein Jahr lang frei sein für sein Haus und sich an seiner Frau erfreuen, die er genommen hat. Was für ein schönes Gebot, das die Ehe und gerade auch das junge Verliebtsein sehr wertschätzt. Man soll niemals die Handmühle oder auch nur den oberen Mühlstein zum Pfand nehmen, denn damit nehme man das Leben zum Pfand. Wird jemand ertappt, dass er einen von seinen Brüdern unter den Söhnen Israels stiehlt und ihn zum Sklaven macht und ihn verkauft, so soll jener Dieb sterben und du sollst das Böse aus deiner Mitte ausrotten. Menschenhandel, Diebstahl von Menschen ist, ein, ist eine schlimme Sünde, die nach Gottes Augen den Tod verdient hat. Hüte dich vor der Plage des Aussatzes, indem du eifrig alles befolgst und tust, was dich die Priester, die Leviten lehren, wie ich es ihnen geboten habe. So sollt ihr es befolgen und tun. Wir haben ja insbesondere in dritte Mose eine ganze Reihe von Vorschriften dazu schon lesen können. Denke daran, was der Herr, dein Gott, mit Miriam tat auf dem Weg, als sie aus Ägypten gezogen sei. Das bezieht sich auf die Geschichte in vierte Mose 12. Als Miriam und Aaron gegen Mose gemurrt und rebelliert hatten und Miriam dann sieben Tage lang aussätzig war. Die Israeliten sollten sich auch an die Ereignisse der jüngeren Geschichte erinnern. Sie sollten sich erinnern, wie Gott gewirkt hatte, wie er auch gestraft hatte, welche Konsequenzen Sünde und Rebellion hatten, damit sie daraus lernen. Auch wir sollten aus den Erfahrungen, die wir gemacht haben in der Gemeinde lernen. Wenn du deinem nächsten irgendein Darlehen gewährst, so sollst du nicht in sein Haus gehen, um ihm ein Pfand abzunehmen, du sollst draußen stehen bleiben und der, dem du borgst, soll das Pfand zu dir herausbringen. Hier kennt man ein Prinzip, das nicht nur dieser konkreten Situation vor einem Haus zu gelten hat, sondern dass man grundsätzlich auch die Privatsphäre eines Menschen akzeptiert und sich, auch wenn man ein Recht hat, etwas zu fordern, nicht zu weit vorwagt und nicht zu sehr in diese Privatsphäre eindringt. Ist er aber arm, so sollst du dich mit seinem Pfand nicht schlafen legen, sondern du sollst ihm sein Pfand unbedingt wiedergeben, wenn die Sonne untergeht, damit er in seinem Gewand schlafe und dich segne. So wird dir das als Gerechtigkeit gelten vor dem Herrn deinem Gott. Gerechtigkeit ist nicht nur ein genaues Einhalten und Abrechnen. Gerechtigkeit bedeutet, die menschlichen Bedürfnisse und Notwendigkeiten höher zu achten als das eigene Recht. Du sollst einen armen und elenden Tagelöhner nicht bedrücken. Er sei einer deiner Brüder oder deiner Fremdlinge, die in deinem Land oder in deinen Toren sind. Am gleichen Tag sollst du ihm seinen Lohn geben, ehe die Sonne darüber untergeht. Denn er ist arm und sehnt sich danach, damit er nicht deinetwegen den Herrn anruft und es dir zur Sünde wird. Die Väter sollen nicht für die Kinder getötet werden und die Kinder sollen nicht für die Väter getötet werden, sondern jeder soll für seine Sünde getötet werden. Wir wissen in einem Vers in Hesekiel 18 könnt ihr einen Vers finden, dass dieses Prinzip auch später wieder bekräftigt worden ist und bestärkt worden ist. Jeder steht alleine vor Gott. Niemand wird bestraft für die Sünden seiner Eltern oder seiner Kinder. Wir alle haben einen eigenen Fall vor Gott zu verantworten und sind individuell vor unserem Schöpfer. Lasst uns gemeinsam beten, lieber Vater im Himmel. Danke, dass dein Wort uns so viele interessante Prinzipien zeigt, von denen wir sofort sehen, dass wir sie im Alltag ähm, auf verschiedene Situationen anwenden können, auch wenn die konkreten Lebensumstände heute vielleicht andere sind als damals vor fast dreieinhalb Jahrtausenden. Aber Herr, wir möchten dich bitten, dass du uns an diese Prinzipien erinnerst, wenn wir in ähnliche, vergleichbare, analoge Situationen kommen, und dass wir dann durch deine Kraft und zu deiner Ehre das tun, was du gesagt hast. Weil du uns dazu befähigen möchtest. Das bitten wir im Namen Jesu. Amen.